Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin. Wir haben ja gestern die Ziehbande von Team Star besiegt. Was ist das denn für ein Pokémon? Und heute geht es eigentlich darum, das nächste Ziel zu bestimmen. Bevor wir das aber machen, will ich diesen Terror Raid abschließen, weil das ist Terra-Typ Drache. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Ich weiß aber nicht, was das für ein Pokémon ist. Das ist eine Tasse. No fucking idea, was das sein könnte. Der hat einfach einen Helm an. Fatality. Okay, gut. Mach mal einen Nassschweif. Oh, nicht sehr effektiv. Okay. Naja. 5 Damage. Perfekt. Mach mal einen Knirscher. 1 Damage. Guter Damage, den du da machst. Tja, Fatality wurde besiegt. Easy peasy. Dann fangen wir das natürlich mit einem Pokéball. Fucking Terra-Typ Drache. Mach's noch unlogischer. Komm, bleib da drin im Ball. Und dann... Oh, IP-Bombo M. Okay. Also das ist geil. Ein IP-Bombo M. Das ist richtig geil. Holy crap. Okay. Ein Geist-Pokémon. Mit dem Terra-Typ Drache. Ja. Warum nicht? Und das hat das Ding noch eine Entwicklung? Für was entwickelt es sich? Zu einem Krug? Oder was? Level 20 wenigstens. Hat sie irgendwo noch Platz? Für das Fatality? Box 4. Ja, Box 4 hat es auch Platz. Okay. Gut. Was wir schnell machen, ist unser nächstes Ziel. Geh mal. Wo bin ich? Hier oben. Ja, da ist doch mal Team Star, ha? Huh? Karte ist wieder verkehrt. Da oben. Das ist ein ordentlich weiter Weg, muss man sagen. Was ist das da? Markieren wir das mal. Als Zielort festlegen und dann gehen wir mal dahin. Und machen uns auf den Weg zum nächsten Team Star. Dann haben wir eigentlich so einen ganzen Bereich dann abgeschlossen. So, ja, natürlich musst du meine Pokémon fit machen. Schau sie dir an, die sind am krepieren, Mädchen. Die sind hammerhart am krepieren. Okay. Vielen Dank für deine Geduld. Okay. Bitte gerne. Dann zeig mal her, Beutel. Okay, IP-Bombo M. Geben wir Gardevoir. Kein Level-Up, okay. Geben wir Gardevoir noch ein IP-Bombo S. Level 39, okay. Dann kriegt Garados noch 2. Auch Level 39. Und dann geben wir Maskagato noch ein EP-Bonbon. Die Geniefeder kriegt Garados, beide. Oder nee, eine. Ja.
Und Maskagato kriegt es auch einmal. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir mit Leufeo? 120 Stärke. Holy shit. Okay. Ist ja richtig geil. Aber was machen wir hier weg? Den Geoburf? Ich weiß es nicht. Komm, wir machen mal den Geoburf weg. Jetzt kann Rasa 4 verschiedene Attacken von 4 verschiedenen Typen. Ja, why not? Na? So, Luda, ich will noch Sachen verkaufen. Ich habe wahrscheinlich sehr, sehr viel zum Verkaufen. 7 Riesenpilze. Okay. Einen Duftpilz für 7.500. 6 Perlen. 11 Prachtfedern. Ah, gibt auch nochmal 5.500. Und noch ein Steinknochen. 160.000 Bucke-Dollar habe ich jetzt. Krasser Scheiß. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen was verkaufen. Zum Beispiel den Käfertrutz. Beide Psi-Strahle. Weil ich, also Gardevoir kann den ja schon. Metallklaue ist schwach. Fußtritt brauche ich nicht. Windschnitt ist auch nicht wirklich... Ja, okay, ne, das behalten wir mal noch. Giftschock. Doppelt so stark gegen vergiftete Ziele. Fuck it. Lawine ist jetzt auch nicht wirklich geil. Schmalhorn. Behalten wir mal noch. Durchbricht Barrieren, wie liegt das, behalten wir auch. Strauchler. Je schwerer das Ziel, desto... Ne, ist halt eine Pflanzattacke. Das kann höchstens Maskagato lernen. Und das brauchen wir auf ihm nicht. Ja, die Giftspitzen brauche ich auch nicht zwingend. Blutsauger, das können wir behalten. Eisenabwehr, das brauche ich wirklich nicht. Dann haben wir noch Phantomkraft. Der Anwender verschwindet in Runde 1, um seine Kraft zu sammeln und attackiert in Runde 2. Trifft auch, wenn sich das Ziel selbst schützt. Das ist halt geil. Kostet ja auch 10.000. Jesus. So, dann kaufen wir noch ein paar Sachen. Und zwar 31 Superbälle, da mal wieder 50. Sehr gut. Netzbälle. Machen wir mal 17. Weiß man nie, wann man es brauchen kann. Beleber. Soll ich 30 Beleber kaufen? Für 60.000. Nee, ich... Für was? For what? Kann ich hier noch ein paar coole TMs herstellen? Zeig mal her. Normale brauche ich nicht. Feuer. Nitroladung kann ich herstellen. Hier lediglich eine Aquavelle. Donnerzahn. Naja. Hier kann ich gar nichts. Eishieb. Ja, aber da fehlen mir Materialien. Protzer oder Fußkick brauche ich beides nicht. Den Mülltreffer kann ich auch noch nicht herstellen, okay. Kann halt fast nichts herstellen, das ist der Scheiß. Akrobatik, ja, ist ja super. Oh, guck mal, die ganzen Feenattacken. Tschüss. Okay. Ja, aber das kann ich auch alles nicht herstellen. Fehlen mir Sachen. Kreuzschere. Skyler Damage, aber fehlen mir auch wieder geheime Materialien. Steinhagel, Felswurf. Phantomkraft. Da, ja, wüsste ich wenigstens. Aber guck mal, das könnte Garados. Putzt das Ziel vom Feld und wechselt es mit einem anderen Pokémon aus. Bennett kämpfe gegen wilde Pokémon. Okay. Und sonst so. Diebeskuss oder Säuselstimme könnte ich herstellen, aber das kann lediglich Gardevoir und Gardevoir kann es schon. Von daher brauchen wir das nicht. Naja, wir gehen mal in die andere Richtung, um dieses geheime Dingens da auf der Karte aufzudecken. Vielleicht noch hier hoch.
für einen Überblick. Ah, shit, die Frage ist generell, wie komme ich da nach drüben? Warte mal. Habe ich, nee, nicht Klonkett. Hupfand, die habe ich schon. Okay. Hier. Hallo. Ja, jetzt muss ich... Ich wollte doch nur gucken, ob ich das schon habe oder nicht. Aber das scheint nicht richtig zu funktionieren. Schlurm. Ja, habe ich schon. Flucht. Oh, weg da. Und weg. Okay. Wollen wir es... Ja, ich glaube nicht, dass ich da nach drüben komme, ne? I don't think so. Hm. Ich glaube, ich muss... Wie komme ich denn da hin? Komme ich überhaupt dahin? Muss ich über den Schmierhain gehen? Aber hier ist auch kein Weg. Nichts. Ich check's nicht. Wie zum Teufel komme ich da hin? Kein Plan, Mann. Absolut kein Plan. Und auch wie ich da nach drüben komme, weiß ich nicht. Hm. Ja, aber... Wie soll ich das denn machen? Oh, da komme ich auch nicht hoch. Komm schon. Ja doch, schaffst es ja trotzdem. Geht doch. Ja, aber... I don't get it, I don't get it. Haben wir schon gekämpft? Ja. Haben wir. Dann würde ich sagen, ciao, ciao. Was ist hier? Was hat da gerade... Ah, das schläft. Guck mal, ich bin schon lange daran vorbeigelaufen. Hä? What? Wie soll ich denn da hinkommen? Muss ich vielleicht wirklich durch den Schmierhain? Komm, wir gehen nochmal da zurück. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, nein, nicht die Karte. Verklickt. Entschuldigung. Das, nee, wo ist es denn? Hallo? Da geht's rein. Ist doof, dass es auch nur einen einzigen Eingang gibt. Was ist das denn? Hallo? Ah, das war ein Schlurm. Okay. Nichts Besonderes. Also wäre noch cool, wenn ich vielleicht noch einen Omod sehen würde hier. Wo die ganzen Items, die wieder aufgetaucht sind. Okay. Das ist aber geil. Falls hier irgendwo noch ein Omod ist. Let me know. Dann holen wir uns das nämlich. So, sag mir jetzt, wo ich hin soll. Okay. Einfach da den ganzen Scheißweg nach drüben. Got it. Heilpuder. Die Items nehmen wir natürlich noch mit. Da lasse ich mich nicht lumpen. Die nehmen wir selbstverständlich mit. Oh fuck. Genau, da haben wir die Brücke. Was haben wir denn da? Was steht denn da oder steckt da im Terror Raid fest? Sieht nicht interessant aus. Du erhältst 500 LP. Für was denn? Hab doch gar nichts gemacht. Ich frag mich nur, wie zum Fick ich da hochkomme.
Das ist dann halt der Fluss, aber da komme ich ja nicht durch. What the fuck? Was mit dem? Gegen den haben wir auch schon gekämpft, oder? Ja, ja, ja. Haben wir alles schon gemacht. Ist hier ein Weg? Sehe ich das richtig auf der Karte? Ich glaube, wir sind hier richtig. Tatsächlich. Hätte ich auch so hier rüberkommen können. Nee. Top-Elixier. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind auf der richtigen Seite. Super. EP. Oh, dreimal EP-Bonbon S. Können wir direkt jemandem zum Fressen geben hier. Und zwar. Nee, Leufeo kriegt gar nichts mehr. Gardevoir. Okay. Dann gehen wir da mit der Kollegin kämpfen. Ich glaube, Drachen-Pokémon sind deine bevorzugten, oder? Ja. Sie fragt sogar schon. Ja, ja. Drachen-Profi Siegfried. Das sind da meistens so aus Erfahrung, so in Anführungsschlusszeichen, die härteren Gegner. Okay. Gut. Sie hätte nur ein Pokémon. Ja, Volltreffer. Easy. Ich kämpfe wirklich mit Drachen-Pokémon. Ja, was du nicht sagst. Was du nicht sagst. So, ich will mich hier ein bisschen umgucken, aber es machen wir morgen, ne? Für heute ist erstmal Schluss. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.